So, und da sind wir da bei The Forest. Da kam schon wieder so ein Reh an. Ey, diese Rehe, das ist schlimmer als alles andere hier. Das ist das Schlimmste. Alter, der nervt so übelst, dieser Block. Ich würde den ja wegmachen, aber... Nee. Irgendwann kann er mir noch nützlich sein. Irgendwann. Zu mir reinkommen bestimmt nicht, aber bestimmt um irgendwas anderes zu machen. Also für mich ist der nicht nützlich zum Hereinkommen, also für andere schon bestimmt. Ja. So, hier jetzt ein Drying Rack reinzubauen wäre natürlich keine gute Idee. Bräuchten wir das nächste Stockwerk, ja. Dann würden wir auch hier Leute reinlocken. Weil ich glaube, wenn man so ein nächstes Stockwerk hat, dann werden die kommen. Brauche ich ja jetzt gerade eh nicht, ne? Also kann ich mir ruhig leisten, sowas. Mich verarschen. Weiß ich, denke mir so, der läuft jetzt in die Falle, aber nee, der kommt ganz, ganz langsam zu mir. Will dann auch noch gekrault werden oder was auch immer. So, diese Bäume sind überall. Die sind nicht heilig oder irgendwas. Das sind halt einfach Bäume. Junge, das ist kompletter Zufall, dass dort hinten bei dem Baum irgendwelche Sachen sind. So jedenfalls meine Theorie. Weil ganz ehrlich, so oft kommen die da jetzt auch nicht hin, um irgendwie zu beten. Oder so. Weil dasselbe machen die ja auch mit der einen Klippe, wo ich einmal meine Basis hatte, wo ich einen Thron hatte. Der Fallenwald. Ach, das weiß hier sowieso keiner. Nur die Leute, die die alten Folgen gesehen haben. Die wissen das. Also die ganz alten, da steht einer. Warum steht da einer? Bist du blöd? Warum stehen die erst hier? Ah, die bauen dort hinten gerade was auf. Weißt du, die stehen nicht vorne bei mir. Die stehen hier direkt hinter dem Hügel. Ich glaube, der baut da gerade einen Effigy auf oder betet. Wollen wir ihn mal stören? Leck. Hoffentlich nicht zu stark. Denkst du dir eigentlich dabei? Oh nee, die Frau hätte ich vorher töten müssen. Ah, jetzt rennt die weg. Wenn man Frauen nicht vorher tötet, rennen die weg am Ende. Oder die... Wo kommt ihr denn her? Kommen da plötzlich Zehntausende. Und warum kommen plötzlich von denen so viele? Ach ja, merkt es euch. Das ist kein Team. Das ist eine Herde. Die fügen sich nur zusammen, weil die irgendwas gerochen haben. Die kämpfen nicht im Team. Die kämpfen alle für sich selbst.
Heul nicht. Ich meine, die könnten theoretisch auf die Bäume drauf und von da aus mir schaden. Aber dazu sind die wohl nicht schlau genug. Ja gut, ich kämpfe vernünftig gegen euch. Ich wollte eigentlich den Super-Trick machen, aber... Er will's hier nicht essen. Guck mal, der ist tot. Ja, der will ihn essen. Seht euch das an. Die kämpfen nicht im Team. Kannst du mal lassen. Frau ist hier noch. Wo ist die? Komm, zeig dich. Da vorne. Komm, das war ein Stealth-Kill. Gib mir den doch. Ach ja, geht ja nur mit Axt. Weißt du, da weichst du manchmal aus. Treffen dich nie. Aber wenn du dann schlagen willst, dann wirst du automatisch getroffen. Ja, ja. Macht Sinn. Wir mal wieder eine Riesenarmee hier haben. Machen wir uns eben Energy Mix plus. Ich glaube, normaler hätte auch gereicht. Ey, da kommen schon die nächsten. Was ist denn los? Als wenn hier so viele rumlaufen würden. Das sind halt schon wieder 4 Stück. Bringen wir die hier mal rein. Weil hier töten die sich selbst. Weil die sehr schlau sind. Oder in die Fallen kommen. Weh, ich habe hier wieder eine unsterbliche Frau. Ja, die sind doch gar keine Herausforderung. Der Typ hat 2-mal Feuer überlebt. So. Willst du auch nochmal? Alter, warum leckt's denn jetzt plötzlich? Weiß ich, hier ist es gefährlich aus irgendeinem Grund. Wegen den Lecks. Der Typ ist hier einfach gestorben. Bring das Holz einfach mal kurz rüber. Und da kommen sie auch schon. Hier müssten echt mal mehr Fackeln hin. Fällt mir gerade mal so auf.
Können wir natürlich machen. Also solche Schädelfackeln will ich hier gerne haben. Spenden zwar nicht so viel Licht, aber immerhin etwas. Ich hätte gern auch mal wieder einen Mutantenfight. Hatten wir jetzt längere Zeit schon nicht mehr. Der letzte war Armsi. Und der war ja wirklich armselig. Höh. Das entspricht aber der Wahrheit. Der war armselig. Auch wenn er mir ziemlich viel Rüstung runtergemacht hat, aber egal. Als wenn ich Rüstung brauche in einem Kampf. Ganz ehrlich. Was sind wir denn hier? Toll, da schreien sie jetzt schon wieder. Oh, was soll denn das? Wer macht das immer weg? Das Feuer selbst, ja, ich weiß. Als wenn das einfach so explodieren würde. Macht doch mal null Sinn. Als wenn dann der Hase da direkt reinläuft. So, ihr habt einen neuen Kumpan. Ich hab da ein E. Keine Ahnung, was das E kann. Das hätte ich wirklich so machen müssen, dass es hier halt ist. Und die dann killt. Ja gut, Problem ist jetzt, wir kommen nicht so schnell an Holz. Heißt, wir werden auch keinen Kampf hier haben. Jedenfalls jetzt nicht. Gut, die Toten könnten natürlich noch welche anlocken. Gerade hier am Strand laufen die ja öfters mal lang, die Kannibalen. Beim Stamm ist das natürlich was anderes. Die kommen ja erst, wenn sie genügend Geräusche und Tod und so alles hören. Oder riechen. Ich wollte nur gucken, ob der Hai noch da ist. Kann man eigentlich auf dem Hai stehen? Nö. Warum wurde das nicht als Feature reingemacht? Auf dem Haikopf stehen können. Hallo, das ist doch logisch. Ja, genau, der wird einfach so richtig wegknicken. Ah, da kommt jemand. Stamm. Kam der gerade von der Seite? Nein, ist gar kein Stamm. Das ist Zadet. Das ist Jeffrey. Hey Jeffrey. Was geht? Kommst du mal bitte wieder? Kommst du mal bitte wieder? Kommst du mal bitte wieder? Junge, hörst du mal auf mich? Ey, was ist denn da los? Weißt du, das ist mir jetzt langsam zu bunt hier mit dir. Ach, jetzt drehst du dich um. Ach, jetzt drehst du dich schon wieder um. Was ein Drecksack. Ich wollte ihn eigentlich nur auf eine coole Art killen. So.
Das war's für dich, Jeffrey. Hat leider nicht so viele angelockt. Und warum ist nur einer hier lang gekommen? Ah, da kommen sie jetzt alle. Boah, das wird so easy hier lang zu laufen, wenn das hier alles verbunden ist. Dann hat man hier auch übelst den Vorteil. Kannst von oben hier alles abschießen. Klar, kann ich jetzt auch schon so machen. Aber dann komme ich natürlich da vorne nicht rüber. Und es ist wesentlich angenehmer, einfach über eine Brücke zu gehen. Okay. Ja, komm mal her. Ja, bleib mal stehen. Hier vorne. Du, hier vorne. Ich hab gesagt, hier vorne, du Drecksack. Kommst du denn hier hin? Ja. Falsche Richtung. Hier hin. Genau. Hier. Ich glaube, die sind blöd. Laufen extra in die Fallen rein. Was ist denn da hinten überhaupt los? Warum leuchtet das? Da haben die da einen gekillt, oder? Was ist da los? Weil normalerweise bewegt sich das ja mit. Gut, jetzt bewegt sich. Hätte ja sein können, dass die einen gekillt haben und das leuchtet ja immer noch nachher. Und der lag auf dem Boden und dann leuchtet das. Ja, Wigwar. Und ich muss niesen. Das war kein Niesen, das war Husten. Das war Hustniesen. Das war Lebniesen. Soll's nicht schlagen. Bist auch so ein Jeffrey, oder? Dann gehen wir jetzt zurück. Ich will wieder auf meine Insel. Leck, 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 leck. Was ist denn hier los, dass das hier mal leckt? Die Tür ist es, oder? Die Tür muss es sein. Okay, macht euch darauf gefasst, dass der Rest des Parts wahrscheinlich nur noch. Leck, 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 ist keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das vorher überhaupt noch gut ist. Ich weiß nicht mal, wie viel das überhaupt jetzt beeinflusst, wenn so ein Leck kommt. Und warum so einer kommt, weiß ich ja auch nicht. So richtig wegen der Tür vermutlich. Aber was ist denn an der Tür so schlimm? Spiel, kannst du bitte weitergehen? Wäre schon nett von dir, ich weiß ja nicht. Dann sei halt ein Arschloch. Leck halten eine halbe Minute. Wenn nicht sogar mehr. Mach halt gar nichts mehr. Ich habe in der ganzen Zeit nicht gespeichert. Wäre ganz nett, wenn du weiterspielst. Ich höre doch noch die Spielsounds. Ha. Hä? Bin plötzlich im Meer. So lang bin ich auch nicht gelaufen. Nee, wisst ihr was? Dann habe ich auch keinen Bock, dort hinten hinzufahren. Dann gehe ich hier pennen.
Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn der Black Screen hier weg ist, lag, lag, lag. Keine Ahnung, der lädt irgendwas. Ciao.